Endlich gehen wir ins Kino. Ich freue mich riesig. Was ist denn jetzt los? Ein Erdbeben! Wow, wow. Haltet euch fest. Wir müssen hier weg. Oh nein, schnell. Aber Moment mal. Unsere Geschichte fängt eigentlich ursprünglich im Pilzkönigreich an. Hier hat nämlich Mario ein kleines Nickerchen gehabt. Oh, ich kann einfach nicht schlafen, wenn diese Musik ständig läuft. Hey, jetzt sei mal still, du komisches Ding. Ich hab gesagt, still sein, still, still, still. Wobei, so schlecht ist die Musik eigentlich nicht. Oh Mann, wir müssen echt mal was unternehmen. Irgendwie ist es total langweilig im Pilzkönigreich. Die ganze Zeit hocken wir hier nur herum. Oder? Ist doch irgendwie öde. Können wir nicht irgendwie was Tolles mal erleben? Oder was meint ihr? Ja, stimmt. Einfach mal gemeinsam Fußball spielen. Oder ins Kino gehen. Ja, genau. Ins Kino gehen wäre zum Beispiel so eine Option. Was? Ins Kino gehen? Ja! Ins Kino gehen ist eine richtig gute Idee. Oh, das muss ich sofort Prinzessin Peach vorschlagen. Vielleicht hat sie ja Lust, mit mir ins Kino zu gehen. Prinzessin! Oh Mann, die wird begeistert sein von dieser Idee. Ich hoffe nur, dass sie sofort mitkommt. Bestimmt gibt es gerade irgendeine tolle Vorstellung, die Prinzessin Peach und ich noch nicht gesehen haben. Und ich bin mir sicher, sie wird Lust darauf haben. Wir beide waren schon lange nicht mehr im Kino. Also höchste Zeit, da mal einen Abstecher zu machen. Hallo Prinzessin Peach, wie bist du denn gekleidet? Hallo Mario. Ich habe mich in Schale geworfen, mein Abenteuer-Outfit, und wir wollen unbedingt die Wüste erkunden. Nicht wahr, Tiara? Du bist doch dabei, oder? Wir haben doch schon viel vor, genau. das ist doch langweilig, in der Wüste waren wir auch schon 100 Mal. Ach Mario, was ist denn los? Ich möchte mit dir ins Kino gehen. Ja okay, aber zuerst gehen wir zusammen in die Wüste, okay? Ja okay, na gut, dann treffen wir uns in der Wüste. Eieiei, die will unbedingt in die Wüste. Was will sie sich denn bitte in der Wüste anschauen? Da waren wir doch schon 100 Mal. Na gut, wenn sie mit mir danach ins Kino geht, dann mache ich das für sie. Ich meine, sie macht was für mich, ich mache was für sie. Also gut, das ist fair. Dann los geht's, Cappy. Reisen wir mal schnell mit der Odyssee in die Wüste. Denn Prinzessin Peach wartet dort irgendwo auf uns, weil sie die Wüste anscheinend erkunden möchte. Als ob sie das nicht schon 100 Mal getan hätte. Aber gut. Wir reisen also nochmal dorthin und ich darf mich freuen, da vielleicht die ein oder andere Entdeckung zu machen. Ich meine, obwohl man vielleicht einen Ort schon 100 Mal besucht hat, kann man ja durchaus immer wieder Neues entdecken. Wüstenland, die Brutzelebene. Und da sind wir auch schon. Ach ja, wie schön es hier ist. Und hier soll irgendwo Prinzessin Peach sein. Ich habe so eine Vermutung. Da oben gibt es diese Kopfsteinpyramide, die auf dem Kopf steht. Deswegen heißt sie auch so. Vielleicht werden wir Prinzessin Peach dort finden. Ich habe da so eine sehr, sehr grobe Vermutung. Und jeder Mario-Kenner weiß, dass Prinzessin Peach sich dort gerne aufhält. Mal gucken, ob wir sie finden. Miauxi, danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Kein Problem. Wo darf ich dich denn abliefern? Keine Ahnung. Aber bitte nicht sofort in diese Schleuder. Okay, bitteschön. Gute Reise, Mario. Ey, was soll das denn? Na gut, wenigstens bin ich direkt hier oben gelandet. Okay, dann mal los. Wir müssen erst einmal durch die Innere der Kopfstandpyramide. Ah genau, Kopfstand, nicht Kopfstein. Kopfstandpyramide, um zu Prinzessin Peach zu gelangen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Mal sehen, ob uns das gelingt. So, einmal hier hoch. Na gut. Zack. Und weiter. Und jetzt sind wir schon hier. Achtung, überall Kugelwillis. Die sollten mich natürlich nicht erwischen. Sonst habe ich ein großes Problem. Und tap. Oh, Achtung. Und ducken. Klasse. Auch hier eine falsche Bewegung und ich falle herunter. Deswegen sollte ich hier gut und vorsichtig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, nächster Bereich. Du. Oh, wir scheinen sind wir außen an der Pyramide. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Hui, die Goombas sind ja auch echt fies. Eieiei, knappe Geschichte. Schnell da durch die Röhre.
Prinzessin Peach, wir kommen! Wir müssen uns sowieso beeilen, denn die Kinovorstellung, die hat bestimmt schon begonnen. Okay, jetzt brauche ich noch ein paar Kugelwillis, die mich hier den Weg frei machen. Ja, noch nicht ganz. Hoppala! Gut, das war knapp. Okay. Jetzt aber. Dich brauche ich, mein kleiner Freund. Und Karabanga! Perfekt. Einmal nach oben schleudern. Das gleiche machen wir auch von dieser Position aus. Zack und geschafft. Jetzt sind wir endlich oben. Oben auf der Kopfstandpyramide. Prinzessin Peach? Prinzessin Peach? Da ist sie. Yeah, ich habe sie gefunden. Peach, hier bin ich. Hey Mario, ich mag wieder auf dem Miauxi reiten. Ja, das kannst du gerne machen, aber wollten wir jetzt nicht ins Kino gehen? Ja, aber ich wollte noch eigentlich ein bisschen hier bleiben. Ach komm, jetzt lass uns ins Kino, bitte. Ja, okay, wir treffen uns im Pilzkönigreich. In Ordnung, das finde ich gut. Sehr gut. Dann mal wieder zurück. Im Pilzkönigreich können wir dann hoffentlich beide endlich mit der Odyssee ins Kino gehen. Also, nicht mit der Odyssee, aber mit der Odyssee reisen wir dann nach New Donk City, wo sich eben dieses besagte Kino befindet. Schön zurückfliegen. Und tap. Danke, mein Lieber. Dann mal schnell. Ich möchte die Prinzessin nicht warten lassen, ist ja klar. Und boink. Ich freue mich, endlich haben wir die Wüste hinter uns gelassen. Endlich ist Prinzessin Peach bereit dazu zu sagen, ja, wir gehen ins Kino. Und sicherlich möchte Prinzessin Peach sich noch etwas Schönes anziehen, denn ein Kinobesuch ist ja immer etwas Besonderes. Das macht man nicht unbedingt täglich. Vielleicht auch nicht unbedingt wöchentlich. Also kann man sich auch was Schönes anziehen und dann einen schönen Abend im Kino verbringen. Also gut. Nochmal zurück in das Pilzkönigreich. Ja, da vorne steht der Pilzpalast und ich bin super gespannt, ob Prinzessin Peach schon bereit ist für unser kleines Abenteuer. Am besten hole ich sie mal ab. Sie ist sicherlich, wie auch immer, vor mir zurück im Pilzkönigreich. Ich freue mich schon. Vor allem frage ich mich, was im Kino läuft. Vielleicht Pokémon oder Yoshi oder Donkey Kong? Vielleicht noch was ganz anderes wie The Legend of Zelda. Irgendwas wird doch im Kino laufen. Okay, ich bin super gespannt. Aber ich hole erstmal die Prinzessin ab. Die wird sich sicherlich in Schale geworfen haben. Okay. Und hoppala, ich stecke hier fest. Hallo Prinzessin Peach, wie bist du denn gekleidet? Ich meine, wir sollten uns schick machen, aber ist das nicht ein bisschen zu warm? Ich meine, es ist warm draußen. Mario, ich weiß, aber einer von uns muss unbedingt noch mit Fifi Gassi gehen. Mit Fifi Gassi gehen? Ja. Er muss auch mal aufs Klo und braucht seinen Auslauf. Okay, Prinzessin, ich mach das, okay? Aber danach gehen wir ins Kino. In Ordnung. Danke, dass du das übernimmst, Mario. Ja, kein Problem. Fifi, wo bist du? Jetzt muss ich auch noch mit Fifi Gassi gehen. Teppichtörtchen, das hat mir gerade noch gefehlt. So verpassen wir wirklich jede Kinovorstellung. Fifi, ach, da vorne ist Fifi, ja. Hey, Fifi, na, alles okay? Ja, mein Kleiner. Was, hey, wo willst du hin? Ich will mit dir Gassi gehen, nicht umgekehrt. Hast du etwas entdeckt? Fifi, was ist denn los? Du scheinst hier wohl zu graben. Lass mich raten, du hast hier vor kurzem etwas vergraben, oder? Und möchtest mir das jetzt zeigen? Na komm. Achtung, Fifi gräbt und... Hui, was genau soll das denn sein? Hui, das glitzert ja richtig. Okay, ich probier's mal. Und tap. Wow, Fifi, hast du hier Münzen vergraben? Du bist mir ja ein Verrückter. Wo bist du denn? Komm, wir gehen jetzt Gassi, okay? Ich zeig dir ein paar schöne Orte hier. Und danach muss ich ins Kino. Und da vorne ist ein Schäfchen. Oh, wie schön die Blumen sind. Hey, Fifi, gib mir Cappy zurück. Fifi, stehen geblieben. Hey, gib mir Cappy zurück. Was sollte das denn?
Jetzt bist du beleidigt, was? Nee, komm, wir gehen jetzt Gassi. Und schauen uns mal das Schäfchen an. Guck mal. Edgy Bash, kleines Schäfchen. Nein, wir lassen dich in Ruhe. Und sogar ein Eichhörnchen. Hier entdeckt man viele Tiere. Also ich muss sagen, Gassi gehen ist gar nicht mal so schlecht. Und da ist der Stadtgarten oder der Pilzpalastgarten, wie auch immer. Oh, Fifi, ich glaube, du musst aufs Klo, oder? Komm, hier. Hier kannst du dein Bein anheben. Wie Hunde das eben so machen. Hier, direkt am Baum. Na, fertig gepullert? Dann komm, lass uns weiter spazieren. Es geht noch ein bisschen hier um das Schloss herum. Hier ist ein schöner Weg. Aber da kommen wir nur hier rüber. Komm, wir bleiben hier oben, Fifi. Da, 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 da. Ach, wie schön. Okay, Fifi. Ich hoffe, der Spaziergang hat dir soweit gefallen. Und, naja, du findest ja allein nach Hause, oder? Einfach nur den Hügel runter und am Brunnen sind deine Freunde. Ich muss nämlich jetzt zu Prinzessin Peach, weißt du? Denn wir wollen ins Kino gehen. Also, Fifi, pass auf dich auf, lass dich nicht lumpen. Und bis später oder so, okay? Also gut. So, da sind die Treppen. Und jetzt komme ich zu Prinzessin Peach. Ich freue mich. Prinzessin, da bin ich auch schon wieder. Alles erledigt. Fifi war Gassi. Ja, genau, Tiara. Das machen wir. Prinzessin, ich bin wieder da. Oh, hallo Mario. Na, hat alles geklappt? Ja, das kannst du laut sagen. Fifi war mit mir spazieren. Und jetzt können wir ins Kino gehen. Ja, aber ich habe Tiara versprochen, noch ihre Verwandten zu besuchen. In Zylindrien. Was? Du kannst doch mitkommen. Cappy würde sich sicherlich auch freuen. Ja, okay. Dann gehen wir zuerst in das Hutland nach Zylindrien und besuchen die Familien und Verwandten von Tiara und Cappy. Ist nicht dein Ernst, Prinzessin Peach. Ich will ins Kino gehen. Hättest du nicht die ganzen Sachen vorverlegen können oder verschieben können? Ich weiß ja auch nicht. Okay, ich meine, ich bin ja genauso schuld, ja? Ich bin ziemlich spontan. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und Prinzessin Peach ist nicht so spontan, dafür aber sehr organisiert und plant alles voraus. Und sicherlich hat sie all diese Dinge heute für sich geplant und ich komme ihr in die Quere mit meinem Kinobesuch. Naja, gut. Dann besuchen wir noch die Verwandten von Tiara und Cappy. Ich glaube, Cappy wird sich auch freuen, die lieben Verwandtschaften wiederzusehen. Hutland, Zylindrien, hier sind wir auch schon. Die Heimat von Cappy, Tiara und vielen anderen Hutfreunden. Hallihallo. Willkommen zurück. Wir haben deine Heldentaten genauestens verfolgt. Ja, das ist schön. Ich bin aber nicht hier, um meine Heldentaten zu feiern, wie Mario damals gegen Bowser gewonnen hat, sondern eher, um hier die Verwandten zu besuchen. Hallo zusammen, schön euch zu sehen. Zum Glück hat sich die Lage beruhigt. Hallo Cappy, schön dich zu sehen. Ja, hallo. Wo ist eigentlich Prinzessin Peach? Hallo, hat irgendjemand Prinzessin Peach gesehen? Prinzessin Peach. Habt ihr Prinzessin Peach gesehen? Da hinten. Da hinten ist sie, hinter dieser Nebelwand. Hey Prinzessin Peach, können wir jetzt bitte weiter ins Kino gehen? Wow, schau dir mal den Mond an, Mario. Ja, der Mond sieht wirklich faszinierend aus, das muss ich schon sagen. Aber können wir jetzt bitte ins Kino gehen? Ach Mann, Mario, wir sind doch gerade erst hier angekommen. Kannst du dir nicht irgendwie die Füße vertreten? Kannst du nicht ein bisschen Zeit hier verbringen? Na gut, ein bisschen. Ja, ich komme gleich wieder. Was sollen wir denn hier machen in Hutland? Hier in Zylindrien ist tote Hose. Okay, komm Paragumba, wir fliegen ein bisschen durch die Gegend. Wir schauen uns mal Hutland von oben an. Wir machen ein bisschen Sightseeing, wenn man das so sagen darf. Eieiei, ich meine, ist ja ganz schön hier. Aber wirklich besonders ist das jetzt auch nicht. Yay, ein Paragumba mit einem Schnauzer. Also mit einem Schnurrbart, den er natürlich von Mario verpasst bekommen hat.
Was ist denn da drin? Vielleicht ist da was Besonderes. Schauen wir mal rein. Entschuldigung, Gumba. Dich brauche ich nicht mehr. Und hier? Oh ja. Schaut mal, das sind Münzen. Die Währung in Zylindrien. Okay. Jetzt ist aber gut. Prinzessin Peach, ich bin etwas ungeduldig. Da muss ich dir recht geben, aber können wir jetzt bitte, bitte, bitte ins Kino gehen? Okay, Mario. Geh du schon mal vor. Ich muss mich noch umziehen und dann komme ich nach, ja? Halt mir einen Platz frei, Mario. Und ich hoffe, du hast einen tollen Film für uns rausgesucht. Ich suche uns noch einen tollen Film raus. Ja, ich weiß selbst nicht, was im Kino läuft, aber ich gehe schon mal vor. Endlich! Oh, Mann, oh Mann, oh Mann! Endlich kann ich mit Prinzessin Peach ins Kino gehen. Hab ich lange gebraucht, um sie überreden zu können. Oh Mann, und ständig diese Aufgaben, die wir erledigen mussten. Also gut, da ist die Odyssee und wir kommen! Auf geht's in das schöne New Donk City! Aber ich zieh mich erstmal um. Denn genauso wie Prinzessin Peach möchte ich natürlich schön aussehen, wenn ich jetzt ins Kino gehe. Haha, gar nicht mal so schlecht, was? Na gut, dann mal los! Fliegen wir mit der Odyssee in das wunderschöne Cityland und besuchen endlich das Kino. Ich freue mich schon sowas von auf den Film. Es gibt ja viele Filme, die gerade im Kino laufen. Und ich würde mich freuen, einen Kinofilm von einem Abenteurer zu sehen, der etwas ganz Besonderes schaffen möchte. Vielleicht etwas, was man noch nie gesehen hat. Mit einem spannenden Plot-Twist am Ende, dass etwas passiert, was man so nicht erwartet hätte. Genau, das bezeichnet man nämlich unter einem Plot-Twist. Also gut, Cityland, endlich bin ich hier, nachdem ich die Wüste besuchen musste und auch im Hutland war. Okay, los geht's! Ich könnte zwar jetzt mit dem Roller fahren, aber dann würde ich ja mein schönes Outfit vielleicht schmutzig machen. Ich gehe also das kleine Stück zu Fuß. Ist ja sowieso nicht weit. Das Kino ist gleich hier um die Ecke. So. Hier rüber. Und dann sind wir auch schon so gut wie da. Schaut mal. Hallo. Ach du heiliges Kanonenrohr. So eine lange Schlange? Oh nee, jetzt muss ich mich auch noch anstellen. Und das alles nur, weil Prinzessin Peach so lange gebraucht hat. Wären wir sofort ins Kino gegangen, wären wir auch die Ersten gewesen. Jetzt muss ich warten. Oh Mann. Hey, Moment mal. Was ist, wenn Prinzessin Peach schon drin ist und mir vielleicht einen Platz gesichert hat? Entschuldigung, ich will nur gucken, ob meine Freundin schon im Kino ist, ja? Ich guck mal. Prinzessin Peach? Prinzessin Peach? Hey, Ruhe! Entschuldigung. Prinzessin Peach? Prinzessin Peach, bist du hier irgendwo? Prinzessin? Sitzt du in der ersten Reihe? Prinzessin Peach? Hallo, ist hier Prinzessin Peach irgendwo? Prinzessin, wo bist du? Wow, wow, was ist denn jetzt los? Ein Erdbeben! Oh nein, oh, was sollen wir tun? Wir müssen hier raus, schnell! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh, was ist denn jetzt los? Was bist du denn? Eine mechanische Spinne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich wollte jetzt in Ruhe einen Kinofilm ansehen. Und dann passiert sowas. Okay, wir müssen jetzt tapfer bleiben. Wir müssen diese mechanische Spinne besiegen. Das sind sogar zwei. Oh nein. Okay, dranbleiben. Wir können das schaffen. Mario, sei bitte vorsichtig. Boah, da kommen irgendwelche Energiekugeln auf uns zu. Die gilt es natürlich schnell kaputt zu machen, damit uns diese riesige Spinne nicht besiegen kann. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das Ding wird uns schon nicht treffen. Wir müssen New Donk City beschützen. Und das an unserem Kinotag. Na toll. Okay, und hier. Haha. Hey, hey, stopp, 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 nicht so schnell. Und weg da. Perfekt. Ein kleines Stück. Ein Treffer brauche ich noch. Yeah. Das war's dann wohl, meine Spinne, ha? Hast du schon genug? Okay, wie es aussieht, noch nicht. Ich muss also aufpassen. Okay, immer schön ausweichen. Und dich brauche ich nicht mehr, du alte Blechbüchse. Dich
genauso wenig. Und Achtung, Achtung. Hier, im Kreuzfeuer. Im Kreuzfeuer der Spinne. Wenn ich nicht vorsichtig bin, habe ich ein riesiges Problem. Ah, Teppichtörtchen. Das war echt knapp. Okay, ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Und oh nein, nein, nein. Noch eine weitere Attacke. Immer schön vorsichtig sein. Jetzt muss ich genau beobachten, wo sich diese Spinne auffällt und wo sie wieder auftaucht. Und Vorsicht, auch hier gibt es wieder viele, viele Energiebälle, die versuchen, uns kaputt zu machen, uns zu treffen. Okay, jetzt kümmern wir uns um die Spinne. Gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Noch ein Treffer. Ja, perfekt. Und jetzt nimm die volle Breitseite, meine liebe Spinne. Haha, wie schmeckt dir das, hä? Tja, nun hast du keine Batterie mehr, keinen Akku. Dein Strom ist alle, du komische mechanische Spinne. Und da ist unser verdienter Multimond. Klasse! Das haben wir gerade noch rechtzeitig geschafft. Ich hoffe, dass der Kinofilm noch nicht gestartet ist. Cappy, ich danke dir für deine Hilfe. Yeah! Revanche in New Donk City. Ein Multimond für dich, Mario. Und natürlich auch für Cappy. Und zurück. Hoho. New Donk City wurde mal wieder gerettet. Aber jetzt schnell ins Kino. Ich möchte den Film nicht verpassen. Und sicherlich ist Prinzessin Peach bereits da. Vorsicht, ich bin mal hier durch. Und Achtung, auch hier entlang. Und dann ins Kino. Ui, immer noch eine lange Schlange. So, wieder zurück. Prinzessin? Prinzessin Peach, wo bist du? Hey Mario, ich sitze hier vorne. Ah, da bist du ja. Hey, endlich können wir zusammen den Film ansehen. Ja, das stimmt. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!